etwas! Oh, Scheiße! Da kommen noch mehr! Kommt schon, ihr Arschlöcher! Ich warte auf euch! 3, 2... Lass uns noch durchs Treppenhaus gehen, Mensch! Hey, was ist denn hier los? Ach, die schon wieder? Gegen dich haben wir nichts! Ist das nicht die Dame, die bei Joe mitwohnt? Na gut. Liefern wir uns mal ein Fahrstuhl. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße. Woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Na gut, ein bisschen entspannende Fahrstuhlmusik, bevor hier die Hölle losbricht. Also, wenn ich Clementi wäre, ich würde nicht direkt ins Erdgeschoss fahren. Um ehrlich zu sein. So, ich nehme nochmal die Schroti. Hol dir das Arsch auf dem Steg! Gut. Mehr kannst du nicht? Mit der Toms ist das ja alles eigentlich überhaupt kein Problem hier. Ich muss bloß mal rausfinden, wo der Typ ist, der hier gerade auf dem Schieß. Ja, warte doch mal. Pass auf, da oben! Wow, warte. Komm, warte mal. Ja, ich weiß, es war blöd. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Oh, gut. So, dann nehmen wir die nochmal mit. Pass auf, da oben. Ach, oben. Ach, sag mir das doch. Ist ja kein Wunder, dass ich den nicht sehe. Und da oben rum. Hol dir das Arsch auf dem Steg. Du bist Mause. So. Noch jemand mit Problemen? Das ist alles? Dann blüht dir was. So. Gib mir Deckung, Vito. Deckung für den Arsch. Ich mach dir alle tot. Alleine. So, das war's für den. Los, Vito. Hast du das beim Militär gelernt? Ich bin der so. Beste. Ja, war jetzt mal ein bisschen die Wildwestart, aber egal. Ich glaube, wir haben alle, oder? So, ein bisschen Muni für die Thompson wieder. Beeil dich, Marty ist da unten ganz allein. Ja, ja, ist ja gut. Marty! Oh nein! Scheiße, sie haben ihn erschossen! Er ist tot, Vito! Joe, ganz ruhig! Du kannst nichts mehr für ihn tun. Schnappen wir uns Clementi. Fahr los! Das Arschloch lege ich auf. Okay, hat das doch nicht selbst verkackt. Ihr meint, das war's. Irrtum, ihr Wichser. Aber jetzt ist Joe, glaube ich, ein bisschen auf Rache aus. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi. Nicht den anderen Kerl. Welcher ist denn Clementi? Hier, halt du deine Knarre bereit. Du. Was denn sonst? Ja, du. Der vordere, oder? Er ist in der schwarzen Limousine. Ja. Ich hab selber Augen im Kopf. Na gut. Kann ich denn mitschießen, oder wie sieht das aus hier? Gut gemacht. Der nächste ist Clementi. Nimm doch erstmal den hier drüben hoch. Du hängst fast im Fahrer drin. Ach, egal. Gib mir Deckung. So, ich kann dir keine Deckung geben, weil ich fahren muss, Junge. Oh, Alter, das war ja mies. Ja, ich konnte gerade nichts machen. Alter, war das gemein. Du verlierst sie. So, zumindest sind wir aber das Begleitfahrzeug jetzt los. Das heißt, wir können uns jetzt ganz auf Clementi konzentrieren. Halt! Einmal um die Ecke. Fahren Sie bitte ordentlich. Lassen Sie bitte die Geisterfahrer durchfahren. Wir haben es eilig. Okay, jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen rankommen. Damit Joe ein bisschen besser aufräumen kann noch. Ah, ja, schade. Ein bisschen zu langsam gewesen, um noch einen Wirkungstreffer zu übersetzen. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber den krieg mal. So, dachte ich mir, dass er abbiegt. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal seinen Schützen los. Er hat jetzt nur noch seinen Fahrer drin. Das wird reichen. Sein Begleitfahrzeug ist jetzt komplett weg mittlerweile. So, danke fürs Weg freimachen. So, wir kommen aber nicht näher. Die Kiste ist so verdammt langsam, das ist schrecklich. Scheiße! Gleich ist er in Sicherheit, verdammt! Wir müssen ihn jetzt erwischen, Vito! Hol ihn dir! Mann! Hast du ihn? Der ist hinüber. Ja, davon überzeuge ich mich persönlich.
Das ist für Marty. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Alter. Mit Joe sollte man nicht ficken. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich ruf ihn an. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt, wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen, Bauernopfer. Auch war das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest, verdammt nochmal! Hey, Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Joe, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalten den Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Letztlich hat Vito aber recht. Er hat ihn sogar gewarnt, vorher ihn nicht mitzunehmen. Und hatte so seine Bedenken, aber Joe wollte ihn ja unbedingt mit dabei haben. Was natürlich auch an dem Jungen selbst lag, weil er unbedingt immer mit Teil des Ganzen sein wollte, aber einfach nicht bereit dafür war eigentlich. Naja, und dann kommt es halt, wie es kommen muss, ne? Oh, ist der falsche Ausgang. War eine extrem gefährliche Sache, die sie da gemacht haben. Also gerade zu so einem Auftrag hätte ich ihn nicht unbedingt mitgenommen. Ach, hier ist der Ausgang. Gerade zu so einem Auftrag hätte ich ihn nun wirklich nicht mitgenommen. Auch wenn er am Ende nichts dafür konnte, aber es hat ihn dann halt erwischt. Ne? Damit muss man aber nun mal rechnen, wenn man in so einem Metier arbeitet. Ich sehe Kram drin, Mensch. Ist ja Wahnsinn. So, wir nehmen aber unser Auto. Wenn man in so einem Metier arbeitet, muss man eben auch mit der Gefahr leben, dass auch mal jemand stirbt. Ich meine, was, ich weiß nicht, das macht Vito so, Quatsch, Vito, Joe macht das so unglaublich gut, aber letztendlich hat er gerade Männer in Massen umgebracht. Nicht bloß, dass er diese Bombe hat in dem Konferenzraum hochgehen lassen, sondern er hat auch danach zusammen mit Vito jetzt ein halbes, ein völliges Blutbad angerichtet eigentlich unter der Familie von Clementi. Und ja, ein Mann ist auf der anderen Seite gestorben, das war halt sein Freund, aber wenn ich irgendwo hingehe, um zu morden und die Ermordeten auch Mörder sind, dann kann es auch passieren, dass sie zurückschießen und jemand dabei stirbt. Das sollte man schon irgendwie im Hinterkopf behalten. Oh, sorry. Ist schon okay, passt schon. Versuch mal mich zu kriegen, Bulle. Ja, also deswegen. Wahrscheinlich ist das ihm nicht so bewusst gewesen, weil bis dahin immer alles glatt gelaufen ist. Und er hat ja selbst auch nie irgendwelche Rückschläge einstecken müssen. Der Einzige, der immer alles abgekriegt hat, war Vito, der in den Knast musste, weil er mit Joe unterwegs war. Der in den Knast musste, weil er mit Joe unterwegs war. Der ins Gefängnis. In den Knast, ins Gefängnis, ja. Der in den Krieg musste, weil er mit Joe unterwegs war. Aber Joe selbst hat ja nie was abgekriegt. Jetzt hat er halt mal seinen Freund erwischt. Ist halt scheiße. Und dass das Eddie nicht weiter interessiert, das dachte ich mir schon. Der ist noch nicht gerade der Typ, den man jetzt als den Feinfühligen, den Mitfühlenden einschätzen kann. Na gut, was soll's. Eine Mafia-Familie weniger, das war eine riesen Aufgabe eigentlich, die gerade übernommen haben. Ne? Also, dass die Duo von Neumitgliedern so eine Aufgabe geben, ist schon krass. Es war ja nicht mal irgendein Penner ausschalten. Was wird denn das hier?
Komm, beweg dich. Fahr. Das war nicht mal irgendein Penner auszuschalten. Alter, willst du mich verarschen? Sondern es war ein Mafia-Boss. Mit gesamten Anhang. Na gut, wir haben es geschafft. Und waren erfolgreich. Wenn auch mit Unglück zwischendurch, aber was soll's. Schauen wir mal, was der nächste Tag für uns bereithält. Jetzt aber erstmal gute Nacht. Mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt. Na, was ist denn hier los? Das geht ja mal gar nicht. Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Ich hab's fast befürchtet, dass wir jetzt hier aus dem Bett geklingelt werden, weil irgendwas mit Joe ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der besoffene Joe uns anruft und uns hier einen vorheult. Aber am Ende ist es dann der Barkeeper, der unter Joe leidet. So, warte mal kurz hier. Ich will mal Hemd haben. Was haben wir denn hier an Farben alles? Zwei Stück, Wahnsinn. Okay, ziehen wir das mal an. Gut. Und dann schauen wir mal. Haben wir vielleicht noch ein anderes Auto in der Garage? Ich meine, Joe hat ja jetzt auch einiges drin. Ja, tatsächlich. Ach cool, die sind alle verfügbar, die wir jemals da reingestellt haben. Dann nehme ich mal die Kiste. Sieht eigentlich auch ganz geil aus und die hört sich auch geil an, muss ich sagen. Wow. Coole Uferschüssel. Okay, ich hoffe, das ist nicht so weit. Ach man, der Joe, der ist schon ein ganz schöner Kunde. Aber ich dachte mir schon, dass er seinen Frust jetzt ertränkt hier. War ja eigentlich fast zu vermuten, dass das so aussieht. Ich hoffe mal, er lässt sich relativ schnell beruhigen und kommt auch wieder zur Vernunft. Wobei ich denke, dass irgendwann mal noch... Au, wir sind ja schon dran vorbeigefahren. Wobei ich vermute, dass irgendwann mal noch ein Bruch zwischen Vito und Joe kommen wird. Aber ich weiß es nicht so richtig. Was hat der sich denn für eine Kaschemme ausgesucht hier? Naja, was soll's. Schauen wir mal, was wir tun können. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe. Warum wohl? Oh. Genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Marty. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren können! Verflucht! Tu die Scheißknarre weg, bevor noch was passiert! Sag mal, hast du sie noch alle? Oh Mann. Was soll der Scheiß, du Vollidiot! Ich wollte nur... Was wolltest du?
Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm hier schon. Was für ein Spaten, ich fass es nicht. Na gut, zieh die Leiche zum Wagen des Barkeepers. Na, großartig. Das war... Was liegt da? Was ist das? Will ich das wissen? Ach, seine blutige Mütze wahrscheinlich. Na toll, das war eine großartige Angelegenheit. Joe ist so ein Vogel, ganz ehrlich. Unglaublich. Ja, vor allen Dingen, er schießt jetzt irgendjemanden aus Versehen, ne? Aber wenn da einer mal stirbt, dann ist das der totale Weltuntergang. Mann. Na, da wird er sich morgen was anhören müssen. Okay, bring John nach Hause in dem Wagen. Aber mein Wagen, was ist mit meinem Wagen? Ach Mann. Na, tolle Wurst. Und mein Auto muss jetzt hier zurückbleiben. Super. Na gut, dann fahren wir jetzt mal mit der Leiche im Gepäck. Ach, willst du mich verarschen? Warum das denn jetzt? Fahren wir Joe mal nach Hause. Und danach nehme ich an, dürfen wir die Leiche noch irgendwie wegschaffen. Ich hoffe mal einfach in den Fluss schmeißen oder so. Warum verfolgen die uns denn jetzt? Was ist denn jetzt los hier? Haben wir irgendwas verbrochen, das ich nicht mitgekriegt habe? Ich meine, es wird aber kaum wegen dem zu schnell fahren vorhin gewesen sein. So, darf ich mal? Danke. Aber so richtig schnell sind sie auch nicht, die Bullen, ne? Die dürften wir dann eigentlich gleich los sein, denke ich mal. Ja. Kein Ding. Allerdings vermute ich, dass unser Wagen wohl gesucht wird. Oder die sehen irgendwie, dass wir eine Leiche im Kofferraum haben. Ich habe keine Ahnung. Bisschen bizarr. Na gut. Ziehen wir mal einen ab hier. Die Karre ist schneller, als ich gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir dann doch fast an die 100 rankommen hier. Beziehungsweise, vielleicht ist dann auch die andere Karre langsamer, als ich gedacht hätte. Das muss so sein. Ich parke so. Immer. Sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es mal schaffe, in diesem Spiel einen aufs Dach zu legen. Und vor allen Dingen, ist der Bulle, der direkt daneben langfährt, sich einen Scheiß dafür interessiert. Finde ich auch gut. Na gut, fahren wir ein bisschen vorsichtiger. Muss ich mal ein bisschen mehr aufrichten, dann schaffe ich es auch über das Mikro drüber zu schauen und nicht immer bloß so durchzuschielen. Fängt man echt zu schielen an, wenn man bloß das Mikro durchsehen will. Das ist Wahnsinn. Na gut. Schnell Joe um die Ecke gebracht und ich hoffe... Irgendwie hört es sich an, als ob wir einen Platten haben. Vielleicht ist das aber auch einfach das Kopfsteinpflaster. Ja, ich glaube, das ist das Kopfsteinpflaster. Das ist natürlich cool, dass die verschiedene Geräusche für die verschiedenen Straßenbelege haben. Das ist schon stark. Gut, wir sind da. So. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid wegen... Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Okay, beseitige die Leiche, lass dich nicht dabei erwischen. Es gibt keinen festen Punkt, ist auch gut. Da gucke ich mal ganz kurz. Ach, es gibt doch einen festen Punkt. Okay, es wurde mir bloß gerade noch nicht angezeigt. Ich hätte ihn ja jetzt einfach ins Meer geschmissen mit Wagen zusammen. Aber gut, mal schauen, was wir da oben machen sollen. Ich bin gespannt. So, lass dich nicht dabei erwischen. Ich hoffe doch, das ist irgendeine Ecke, in der nicht allzu viele Bullen rumfahren, oder? Und könnte man vielleicht irgendwie mal diese Tunnelbeleuchtung anders einstellen? Man sieht nichts hier. Scheint mir ein wenig diesig zu sein. Ist auch unglaublich viel los noch hier, muss ich mal so feststellen, ne? Dafür, dass es offenbar schon tiefste Nacht ist. Ich meine, Joe wird sicherlich nicht gerade... Sorry. Joe wird bestimmt nicht gerade dort gesessen haben und es ist gerade erst um 9 oder so. Also es wird ja bestimmt schon weit nach Mitternacht sein, dafür ist noch verdammt viel los hier.
Okay, ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Bullen rumfahren. Das würde mich doch wundern. Verschrotten wir die Karre also gleich mit Leichnam drin, wie es scheint. Ach, wir sind bei Mike. Fahre den Wagen in die Schrottpresse. Ja, wie ich mir das dachte. Mike's Beast. Wunderschön. Verdiene Geld, indem du Autos in der Schrottpresse vernichtest. Was? Ey, warte mal kurz. Mach mal einsteigen. Benutze den Befehl. Was? Ich weiß nicht. Irgendein Befehl soll ich benutzen, um die Karren zu verschrotten? Wahrscheinlich ist denn hier irgendwo was dran, oder? Ich hab's leider gerade nicht gelesen. Nee, hier ist aber gar nichts. Ich meine, es wäre schon sinnvoll, nicht drin zu sitzen, wenn man das Ding anstellt. Wäre sonst vielleicht ein wenig ungesund, ich weiß es nicht genau. Ich wage nur zu vermuten. Ach, hier oben, okay. Alles klar. So. Arbeit erledigt, geh nach Hause. Hat's das Auto gleich vaporisiert oder was ist hier los? Ich meine, da ist ja nichts mehr übrig davon. Hey Mike, alles klar? Ist das überhaupt Mike? Das sieht so anders aus. Hallo? Kein Bedarf zu sprechen, oder? Hey, wer kommt denn da? Ah. Hi. Tut mir leid, Vito. Ich habe jetzt keine Zeit. Komm morgen wieder. Nee, ich wollte jetzt auch gar keinen Nebenauftrag annehmen eigentlich. Ich wollte noch mal vorbeischauen. So, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal die Karre hier vorne. Und machen uns auf den Weg zurück. Ach, muss man wieder knacken erst. Schrecklich, dass man Autos auch noch knacken muss, bevor man die stehlen kann. Also wirklich. So. Los geht's. Ich würde sagen, den Schlaf haben wir uns mehr als verdient hier. So viel in einem Tag erlebt hier. Unglaublich. Erst die Geschichte im Hotel mit den Mafiosi da, mit der ganzen Mafia-Familie, die wir gerade im Prinzip zerlegt haben. Dann der Ärger um den gefallenen Kameraden. Und dann jetzt gerade noch die Geschichte mit Joe, der ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Aber nur geringfügig, nur ganz leicht. So, eigentlich sollte es ja nicht allzu weit sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Wir sind ja damals auch dort an der Nachbarschaft vorbeigefahren, als wir von Mike aus los sind, um dann das Auto von den Boomers zu klauen. Bombers, glaube ich, ne? Ach, keine Ahnung. Von der schwarzen Gang halt. Und da war es meines Erachtens nach auch relativ um die Ecke. Ja, ich glaube, ja, wir sind schon fast da. So, wir haben jetzt den einen schönen Wagen eingebüßt. Der steht Fahrer wahrscheinlich Flo, noch. Verfahrung aufgenommen. Ja, komm, scheiß drauf. Da wir gleich da sind, wäre es jetzt sinnlos, erst eine Verfolgungsjagd anzufangen. Das gibt einen saftigen Strafzettel. So. Komm, hier. Scheiß auf die 50 Piepen, die haben wir locker in der Portokasse. Na gut, bitteschön. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Halt die Klappe. Was fährst du hier auch rum, blöder Bulle? So, darf ich jetzt? Danke. Los, bewegt euch! Oh, Alter! Aggressives Pack hier in der Stadt. So, und direkt wieder über die Geschwindigkeitsbegrenzung. So muss das sein. Okay, ist doch noch nicht hier? Ich dachte, das wäre hier schon. Na gut, habe ich das vielleicht doch ein bisschen falsch eingeschätzt. Von der Richtung und Entfernung her. Aber zumindest scheinen wir jetzt schon in die richtige Nachbarschaft zu kommen. Jo, hier kommen jetzt die Einfamilienhäuser. Willst du mich verarschen? Ich habe überhaupt nichts mit dir zu tun gehabt, du blöder Fußgänger. Okay, und da ist es auch schon. Die parke ich jetzt aber nicht extra erst in der Garage, die Karre. So schön ist sie nicht. So, rein ins Haus und so schnell wie möglich ins Bett. Joe muss erstmal was an Schlaf nachholen hier. So ein Ärger mit seinem Kollegen. Vito meine ich natürlich, nicht Joe. Gute Nacht.